So, willkommen zurück zu Unterwegs in Düsseldorf. Ja, im letzten Part haben uns die Orks noch, ja, angefallen. Ich habe einfach mal den Part beendet und jetzt geht's voll weiter hier. Hier kommt keiner durch. Wir kämpfen, wir siegen. Oh, mein Knie. So, zwei Orks wieder mal. Ja, die sind halt nicht so das Problem. Aber das einzige Problem, was wir haben, ist halt, dass wir, ganz wenig Magietränke haben. Und da muss ich noch was dran ändern. Geld haben wir ja, eigentlich. Wir kriegen ja auch recht viel Geld von den Gegnern. Richtig. Ja, und wir werden dann, wenn es geht, noch irgendwie uns Magietränke besorgen. Denn die sind echt überlebenswichtig. So, Tarius, genau. Spiel wieder Musik vor und töte sie dadurch. 120 Dezibel. Oh, Dankwart ist fast dem Tod nahe. Schneesturm. Ja, Musik, Tanz der Sonne und Bumsi Bums, genau. Cranny macht das schon. Der macht Schaden. Und wieder ein Blizzard. Und Dankwart heilt sich erstmal mit einem schönen Heiltrank. Genüsslich einverleibt. So, ja, Cranny, du greifst wieder an, Dankwart, na, komm, Dankwart, Stoßgebet. Und, so ein Feuerball, Junge, und Tanz der Sonne. Bam, jetzt mach ich Feuer unserem Hintern. Oh, alter Schwede! Okay, wir müssen also die Orks mit Feuer angreifen, denn das haut ganz schön rein. Bevor wir weitergehen, ja, ich möchte mal schauen, ob ich zurück nach Düsterburg kann, oder? Mache ich das jetzt offscreen? Mache ich das offscreen? Weil ich denke mal, ihr wollt ja sicher nicht sehen, wie ich den ganzen Weg zurücklaufe. Mache ich so? Moment, geht das? Ah, sehr schön. Jetzt, ich setze mich hier an den Tisch und, ja, pausiere erstmal die Aufnahme und laufe so lange zurück bis nach Düsterburg und schau mal, ob ich mir vielleicht irgendwo Magietränke besorgen kann. Und dann sehen wir uns dann hier an der Stelle wieder. Also, bis dann. So, willkommen zurück. Ja, ich war einkaufen und habe mir jetzt ganz viele Magietränke geholt. Jetzt habe ich 54. Ich denke mal, das dürfte erstmal reichen. Heiltränke habe ich mir auch noch ein paar gekauft, dass ich 30 wenigstens habe. So, jetzt können wir eigentlich... Moment, erstmal möchte ich noch schnell... Bam, bam und bam machen. So, jetzt haben wir noch 50. So, ja. Gut, erstmal wieder auffüllen und... Wir können ja ein paar Heilkreuzer noch nehmen. Ja, das geht schon. Geht. Ja, Geld habe ich halt kaum mehr was, ne? 187 ist es nicht so toll und ich habe voll Angst, dahin zu gehen. Deswegen lasse ich das erstmal. Wir schauen uns erstmal weiter in der Höhle vor, um und so. Was haben wir hier? Okay, hier können wir durch. Und hier wird es ganz schön zappenduster, ey. Können wir irgendwas finden? Hier ist ein riesiger Stein, aber mehr auch nicht. Ah, ist hier ein Durchgang? Nee, sah jetzt nur so aus. Ha, schade. Hier ist nix. Nix. Ne? Aber hier unten ist ein Gegner. Den werden wir besiegen. Wir kämpfen bis letzte Orka. Ja. Na gut, dann tu das mal. Ob euch das viel bringt, weiß ich persönlich jetzt nicht. Also, ja. Ah ja, wir können ja Flammenschlag machen, das macht ja extremen Schaden. Feuer, also... Feuer können die Orks überhaupt nicht vertragen. Ich glaube, ich mache aber lieber mal einzelne Feuerbälle. Erstens verbrauche ich weniger Mana und zweitens mache ich mehr Schaden. Weil mit einem Ork habe ich ja, glaube ich, 230 oder 235 Schaden gemacht. Das ist schon extremst geil. Ah. Und überlebt. Okay. Sehr interessant. Das sind ganz schön Überlebenskünstler, die Jungs hier. Wir können ja mal ein einzelnes Stoßgebet machen. Dann machen wir ja, genau, mehr Schaden. Und dann greift man nochmal an. Mit seinem Repetierbogen kann er ja zweimal angreifen. Das ist ziemlich geil. Ja, und 87 Schaden. Ist auch cool. Und das war's für dich. Wunderbar. Wir will nochmal. Wer hat noch nicht? Ja. Keiner mehr da. Ich denke, wir haben alle.
Na gut, sehr schön. Kann man hier lang? Nee, schade. Gut. Wir haben alle. Da oben sind... Sind das Kisten? Oha, was zur Hölle? Ich kann dahinter. Was soll das sein? Was soll das sein? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall sind hier Sachen und mit denen kann ich nichts tun. Ich gehe einfach mal... Kann ich hier lang? Hallo? Ja, kann ich. Sehr schön. Wieso sind da Meerjungfrauen? Leute, Moment, bevor wir das machen, ich muss das jetzt einfach machen. Ich gehe vorsichtshalber raus und speichere. Ich habe Angst, dann alles nochmal zu machen. Das wäre nicht so toll. Ehrlich. Das müssen wir jetzt einfach mal verkraften, dass ich jetzt einfach nochmal rausgehen muss, weil es ist ein bisschen blöd gemacht, dass man in den Dungeon nicht speichern kann. Ja, erschwert die ganze Sache ein bisschen. Naja, gut. Kann man nicht ändern, ne? So, speichern auf Spielstand. Oh, wir müssen wieder auf 1. Bam, sehr schön. So, und wieder rein. Gut. Dann schauen wir mal. Die Meerjungfrauen machen mir voll Angst. Oder, ja, Sirenen. Ich denke mal, das sollen Sirenen sein. Wir werden sehen. Ja, es sieht irgendwie aus nach... Es sieht nach einem Bossfight aus und deswegen habe ich extra nochmal gespeichert. Ja, und die Musik ist natürlich auch bedrohlich. Und ich... Ah, okay. Ich kann mir also erst noch die Kiste holen. Sehr schön. Was haben wir da drinne? 4000 Taler! Nett! Sehr nett. Das finde ich total nett und so. Cool. Kann man hier irgendwie lang? Oder so? Ich kann da oben auf dem Dings drauf. Ist das ein Mapping-Fehler oder ist das normal? Keine Ahnung. Gut, dann schauen wir mal. Hallo? Hui, hui, hui! Das ist aber mal ein hübscher junger Bursche. Ist das da ein Heiltrank in deiner Hose? Oder freust du dich nur, uns zu sehen? Lol! Das habe ich jetzt nicht verstanden. Ja, ja, Crandy, ja, ja. Du vielleicht nicht, Crandy, aber ich hab's das sehr wohl verstanden. Pass bloß auf, du Schlange, sonst kriegst du es mit mir zu tun. Keine Sorge, Kleine, ich werde dir deinen Liebsten schon nicht ausspannen. Ich bevorzuge die da handfestere Kost. Aber ihr seid sicher nicht gekommen, um ein Blöschchen zu machen. Was wollt ihr? Wir wollen euch nur mitteilen, dass sich das Problem mit den Orks weiter oben erledigt hat. Wir haben den Stamm ausradiert. Ihr habt was? Seid ihr noch bei Sinnen? Freut ihr euch nicht darüber? Ich meine, es sind doch nur ein paar schweinsnasige Wilde. Ihr seid nicht ganz im Bilde. Wir mögen die Orks vielleicht nicht unbedingt und sie uns noch weniger, aber wir benötigen sie zum Erhalt unserer Rasse. Ohne sie ist unsere Art dem Untergang geweiht. Dafür werden wir bezahlen. Ja. Schlangfrau 1, 2 und 3. So, ich habe Angst. Muss ich euch jetzt sagen, weil die Viecher sehen brutal aus und ja, Flammenschlag und Tanz der Sonne. 51, 52, 67. Aha. So, schauen wir mal, wie viel Schaden wir machen. 64. 70, sehr schön, das ist cool. Und Tanz der Sonne. Wie viel macht denn das jetzt? 55. Okay, ausgewichen, sehr schön, Dankwart. Oh, sehr schön. Wieso weichen wir alle aus? Ist ja cool. Finde ich schön. Find's schön. Anschauer und... wir können ja mal eine andere Magie machen. Wir nehmen mal Kugelblitz. Vielleicht macht das ja mehr Schaden. Weiß man nicht, weiß man nicht, weiß man nicht. Tarius heilt sich erst einmal selber. Ah, oh, okay. Und bam. Und 70 Schaden. Und wieso heilt sich Tarius nicht? Ah, die erste ist schon down. Sehr schön. Jetzt heilt er sich. Und ja, jetzt treffen sie uns zum ersten Mal. Irgendwie sind die blind. Naja. Wayne juckt's.
Feuerball auf die zweite Schlangenfrau und Tanz der Sonne nochmal auf die zweite. Das dürfte es eigentlich sein. Ja. Die ist down und die müsste jetzt eigentlich auch down sein. Spätestens nach Crandys Angriff. Und das war's. Schamanenstab eingesackt und Haarlocke eingesackt. Moment mal. Die Haarlocke? War das nicht für diesen, Minotaurus? Oder diesen Typen da? Boah! Was war das für ein Schrei? What the fuck is going on here? Das hat sich hier voll böse angehört, ey. Aber das war ein recht einfacher Bosskampf, wenn das einer gewesen sein sollte. Vier. Keine Ahnung, wie ich jetzt auf vier komme, aber... Ja. Ich kann ja noch mal gucken, was mit dieser Stelle, mit diesen ganzen Käferzeugs gedöhnt auf sich hat. Ich habe keine Ahnung. Und hier oben war ja irgendwie alles zappenduster und hier war irgendwie nichts. Es sieht aber irgendwie alles so verdächtig aus. Ich weiß nicht. Kann man hier nichts machen? Scheinbar wirklich nicht. Ah ja, genau. Ich möchte aber erstmal gucken, was uns diese Gegenstände bringen. Ich muss erstmal schauen, ob ich gut ausgerüstet bin. Ja, ich bin gut ausgerüstet. Unser Vampirspalter ist immer noch das Beste, was wir haben. Ah, der Schamanstab. Ah, der erhöht unseren Angriff von Libra auf 114 und der Stab strahlt finstere Magie aus. Ah, Dunkelheit. Wir könnten Libra einen Wolfspelz anziehen. Lol. Ja, die schwere Armbrust macht zwar mehr Schaden, aber hat halt nur einen Angriff. Ja, von daher bringt es uns nicht so viel. Tja, bevor ich aber zu den Käfern gehe, gehe ich nochmal kurz raus und speichere. Ich bin vorsichtig lieber. Weil ich weiß nicht, wirklich nicht, ob da mir irgendwas passiert, ob ich da Game Over gehe oder so. Keine Ahnung. Und wir haben hier eine Haarlocke bekommen. Damit gehen wir dann auch gleich nochmal zu diesem Typen. Nachher. Oder in der nächsten Folge, denke ich mal eher in der nächsten Folge, denn so viel Zeit ist nämlich jetzt auch nicht mal über. So, dann schauen wir mal, was wir hier noch machen können bei diesen Käfern oder Ratten und... Hallo? Ihr tut mir ja gar nichts. Ihr seid ja voll nett und so. Und hier wird's voll dunkel, ey. Boah, hier ist nichts. Warum ist hier nichts? Warum ist hier nichts? Das sieht alles so verdächtig aus, aber hier ist nichts. Komisch. Wenn ihr was wisst, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Wie schon gesagt, für mich ist es halt blind, ne? Ich kenne das Spiel ja noch nicht bis hierhin und so. Komisch. Naja. Wir gehen auf jeden Fall erstmal wieder zurück und können wir hier was machen? Vielleicht jetzt... Ne, immer noch nicht. Immer noch dasselbe. Gut, dann können wir hier wieder raus und... Ja. Springen wieder hier drüber. Ah, wir können hier runter. Oha, okay. Was haben wir hier noch Schönes? Dieser Baum mit dem... Da ist ja der Steckbrief gewesen, ne? Dieser geile Steckbrief. Ja, und wir kämpfen erstmal gegen diesen Oger noch. Und ich denke mal, dann dürfte es eigentlich wieder voll gewesen. Na, was mache ich? Ich will doch keine Gegenstände einsetzen. Jetzt noch nicht. Oder? Na gut, Libra könnte vielleicht mal ein Heilkraut nehmen, aber mehr auch nicht. Tarius Sniper den Typ wieder weg. So. Und dann Quarz. 180 Schaden, das ist doch mal was. Sehr schön. 64 LP verloren. Ja. Wir greifen einfach an. Ach, Menno. Ist ja voll blöd. Wieso wurde gerade Libras Dings nicht animiert? Keine Ahnung. Auf jeden Fall halten wir ein paar Erfahrungspunkte und auch ein paar EP. Sehr schön. Und das hier können wir irgendwie nicht mitgehen lassen. Tja, schade. Egal. Wo stelle ich mich jetzt am besten hin? Kann ich hier nicht rüber? Moment. Ah, hier ist doch was. Hat jemand was vergraben? Ein Seil. Naja, sowas kann man immer gebrauchen. Da hast du vollkommen recht. So. Ja, ne? Da würde ich sagen, beenden wir hier den Part und dann
sehen wir uns im nächsten Part wieder von unterwegs in Düsterburg. Und ich freue mich wieder drauf und auch auf euch und eure Kommentare und so weiter und so fort. Also, bis demnächst.